Du kannst etwas sparen, damit du was kaufst. Du kannst ein Ziel auch im Leben haben. Zum Beispiel, du kannst sagen, ich möchte ein Haus oder ich möchte ein Auto oder ich möchte Firma gründen. Ist überhaupt kein Problem. Ich spare, damit ich das schaffe. Solange du dein Zakat gibst und solange du kein Haram machst, dann mach, was du willst. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir die Sache, deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, vergiss nicht deinen Anteil vom Leben. Du kannst dich freuen, du kannst spielen, du kannst feiern, du kannst alles machen, aber meide nur, was Haram ist. Das ist alles. Zum Beispiel, ach, es gibt Leute, zum Beispiel angenommen, du arbeitest, du hast im Monat 15.000 Euro Lohn. Und eine Person arbeitet und bekommt 2.000. Und deine zum Beispiel Ausgaben, die sind 5.000. Seine Ausgaben, die sind 2.000. Der spart 500 Euro, aber du sparst wie viel? 13.000. Du kannst dir leisten, vielleicht jeden Tag ein Restaurant zu essen. Aber er nicht. Und deshalb kein Problem. Mach. Allah hat dir gegeben. Dann kannst du mit dem machen, was du willst.